Hi, ich bin Anna und heute erzähle ich euch, was mich an der Arbeit mit den Pferden so begeistert und auch gerade beim Training mit den Schülern, was mir da täglich Spaß bereitet. Am meisten Wert lege ich darauf, dass wir in jeder Stunde mindestens einmal dazu kommen, dass wir alle drei in der Kombination das Pferd, der Schüler und ich als Trainerin ein Top-Gefühl haben. Und dass wir das abspeichern und für uns wieder aufrufen können, wenn wir auf dem Turnier sind. Anna ist einer der zielstrebigsten und fleißigsten Menschen, die ich kenne. Sie ist eine super mentale Unterstützung, auch auf Turnieren. Nicht nur Trainerin, sondern auch mentale Unterstützung, also so schon eine kleine Mentaltrainerin. Wir haben das so richtig angefangen bei den Future Champions in Hagen. Und ich muss sagen, vor den Future Champions war ich schon echt extrem nervös. Also die Turniere davor, weil ich mir selber sehr großen Druck gemacht habe, dass alles gut laufen muss. Und durch dieses mentale Training eben bin ich viel entspannter vor den Prüfungen. Ich habe nicht mehr Angst davor, sage ich mal, sondern ich habe eher eine positive Aufregung, dass ich mich darauf freue, gleich ins Viereck zu reiten und dann eben zu zeigen, was ich so in den letzten Wochen mit der Anna eben trainiert habe. Wenn ich mit der Romy die Aufgabe durchgehe und sie mir sagt, da kommt rechts um, Wechsel nach links, links rum, und dann sage ich, hey, das war letztes Jahr in Kronenberg, war das super, was auf den Punkt, was hast du da gemacht, wie war das vom Gefühl, wie hast du dich dahin vorbereitet? Ich glaube, dass dieses Mentale einfach wahnsinnig wichtig ist. Anna ist ein sehr frischer, lebendiger Typ. Sie ist jemand, der neugierig aufs Leben ist. Sie strahlt wahnsinnig viel Optimismus aus und Fröhlichkeit. Gleichzeitig nehme ich sie auch als sehr zielstrebig wahr. Und ich glaube, das muss man auch, wenn man im großen Sport unterwegs ist. Das, was ich alles gelernt habe, in Worte zu fassen und zu vermitteln, das ist eigentlich das, was mir so am meisten Spaß macht. Und dann natürlich auch zu sehen, dass wir Erfolg haben. Man ist nie ausgelernt und gerade in der Dressur, da gibt es immer was, was man verfeinern kann. Immer. Und das ist so das, was mich da am meisten reizt.